Deutschland ist zwar nicht mehr im Turnier, aber wir haben noch ein deutsches Stadion. In München wird das Viertelfinale zwischen Belgien und Italien ausgetragen. Beide Mannschaften haben sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert im Achtelfinale, aber in K.O.-Runden ist das eigentlich egal. Belgien in den roten Trikots mit dem besseren Anfang, Italien doch sehr zaghaft. Romelu Lukaku setzt sich hier gegen drei direkt durch. Im Strafraum blinkt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Und da scheppert's direkt mal. Thorgan Hazard kommt da per Kopf an den Ball und bringt den eben an diesen zweiten Pfosten, auf den er zugelaufen ist. Ziemlich alleine stand. Glück für Donnarumma und Co. Das war doch eine ziemlich saftige Möglichkeit. Und weiter Belgien. Lukaku, Hazard. Das war eine gute Kombination. Hazard zu Lukaku. Kopfballaufsetzer, Parade, Donnarumma. Kein Abseits, Treffer hätte gezählt. Auch Lukaku bekommt zu viel Platz. Doch Donnarumma ist aufmerksam. Und Italien weiterhin ohne Situation nach vorne. In die Spitze. Gegen nichts. Lukaku raus zu Thorgan Hazard. Etwas mehr als 20 Minuten jetzt gespielt. Eden Hazard. Axel Witzel mit dem Pass zu Romelu Lukaku. Der dreht sich und schießt ein. 22. Minute. Hochverdientes 1:0. Für die Belgier. Italien musste sich jetzt was überlegen, denn so würde es auf keinen Fall etwas mit dem Halbfinale werden. Chiellini gibt da zu viel Platz, so kennt man ihn eigentlich nicht. War ja auch noch angeschlagen heute in der Startaufstellung, aber gegen Lukaku zu weit weg. Und so ging es mit dem 1:0 auch in die Pause. Aber Belgien zeigte keine Nerven und machte weiter. Meunier, Flanke, Lukaku. Und das hätte in der 51. Minute schon fast das 2:0 sein können. Und dann vielleicht sogar schon die Vorentscheidung. Denn Italien weiterhin nach vorne, unachtsam, uneffektiv. Das war hier aber eine gute Reaktion von Donnarumma, der da weitgehend alleine gelassen wurde. Regte sich vollkommen zurecht auf. Aber vielleicht ja mal mit einer Standardsituation. Insigne bringt den aber in die Mauer rein. Verratti dreht sich, bekommt sogar einen Torschuss zustande, aber das wäre vielleicht als Flanke ein bisschen besser gewesen. Thibaut Courtois nimmt den auf vom Boden ohne Probleme. Schlussphase, Italien versuchte was, aber es kam nichts mehr zustande. Stattdessen auf der anderen Seite die Entscheidung durch Thorgan Hazard in der 88. Spielminute. Der Mann von Borussia Dortmund mit einer Superleistung. Er und Lukaku sicherlich die beiden Spieler des Spiels. Und Italien zeigt Schwäche. Das war heute wirklich kein guter Auftritt. Bislang so souverän gewesen. Aber jetzt müssen sie sich geschlagen geben. Belgien steht im Halbfinale und die Italiener, sie verabschieden sich im Viertelfinale aus diesem Turnier. Und das vollkommen zu Recht. Das war heute von Seiten Italiens einfach zu wenig.